Hallo, hier ist Martin von Money Monkey. Ist das die DAX-Analyse für nun Freitag, den 12. Mai? Und so ganz super toll sieht er gar nicht mehr aus, unser DAX. Also, wir gucken uns gleich genauer an, aber so überzeugt, er ist ein bisschen tief gekommen. Jetzt sieht er ein bisschen tollpatschig aus, der Kollege. Wir hatten gestern darüber gesprochen. Wir hatten darüber gesprochen, genau über das, was jetzt hier passiert. Wir haben gesagt, das ist eine super Vorlage, ein möglicher Korrekturabschluss, Potenzial von hier wieder nach oben durchzuziehen. Hatten gesagt, im Bereich hier oben, eben insbesondere unterhalb der 16.000, wird immer wieder abverkauft, deswegen dort besser einen Teilverkauf machen, wenn er reinkommt, dass man vielleicht auch hier unten geladene Longs dort erstmal wieder ein bisschen ausdünnt. Denn wenn er sich hier oben in eine rote Stundenkerze reinstellt, und das hat er ja auch getan, dann kann er wieder runter, dann bis zu 8,90 und eben gegebenenfalls sogar auch 7,50. Hatte aber klar gesagt, 7,50 ist mir fast schon ein bisschen zu tief, und das ist jetzt eben auch der Grund, warum das Bild hier jetzt keinen Daumen mehr nach oben hat, weil das ist schon ein bisschen tief gewesen halt. Ne? Das schmeckt mir nicht so richtig. Wir haben immer noch dieses Korrekturmuster. Wir haben ganz klar runter zu viel, 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 viel mehr Gegenwehr als wir gestiegen sind. Er ist hoch zu viel leichter, auch hier sich die Bewegung angeguckt hat, wie er immer hochgekommen ist, vom Tief bis in die obere Range, der ist einfach nur durchgezogen, und das ist halt einfach so, seitwärts Trend, seitwärts Trend, seitwärts Trend. In dem Moment, wo ich dann so eine Bewegung sehe, muss ich als technischer Analyst, als technischer Trader einfach damit rechnen, dass er irgendwann auch einfach wieder anfängt, grüne Kerze, grüne Kerze, grüne Kerze, grüne Kerze, und dann steht er auf einmal bei 16.285 und ich habe es gar nicht mitgekriegt. Ja, und aus dem Grund muss ich eben insbesondere in so einer Korrekturbewegung halt wirklich an jedem Tief, was dann wieder eine Umkehr nach oben zimmert, erstmal pauschal unterstellen, okay, könnte gegebenenfalls Korrekturmusterabschluss sein. Gucken wir mal an, wie der hochkommt, und wenn er oben eben rausspringt, und dann gib ihm richtig in den nächsten Trend rein. Und auch das ist noch legitim, wenn man sich die Verkeilung hier anguckt, die wir besprochen haben, die weitende Verkeilung, der ist da noch drin, ja, also der ist ja nicht mal rausgesprungen, der ist da noch voll drin hier, ja, also der hat jetzt einfach bloß hier jetzt, wenn ich das so ziehe mit der Maus, er hat einfach bloß noch einen Hoch an die obere Kante gesetzt und er hat nochmal einen Tief an die untere Kante gesetzt, aber der ist ja nicht aus diesem Korrekturmuster rausgegangen. Und das heißt für mich eigentlich zum Freitag, im Zweifel, ihr kennt das, oberhalb von 8,60 suche ich Long. Definitiv. Mache ich wieder. Da ist mir auch egal, dass wir jetzt am Donnerstag hier mit unserem Long-Versuch ausgestopft wurden. Ich mache das wieder. Unsere Elisa, die hat ja ein Allzeithoch nach dem anderen jetzt reingeklappt, die ganzen, ich weiß gar nicht, ich gefühlt seit Februar nur Long gehandelt hat. Also nicht komplett seit Februar, aber auf jeden Fall die komplette Strecke haben wir nur Long freigegeben, nur Long. Und ein Hoch nach dem anderen gesetzt, jetzt hier mal ausgestopft worden gestern, aber ich über 8,60 gebe ich Long frei. da mir pups egal, der ist noch in einer positiven Chartlage, er ist noch im Aufwärtstrend, im aktiven Aufwärtstrend, hier ist noch nichts gebrochen. Er hat im aktuellen Korrekturmuster eine deutliche Unterperformance gegenüber der vorherigen Aufwärtsbewegung. Das heißt, sobald Stärke kommt, suche ich Long. Natürlich wird ich auch wieder hier in dem oberen Bereich, vielleicht auch wieder ein bisschen tiefer, ne? So wie wir es gestern schon gesagt haben, auch wieder ein bisschen tiefer, eben wegen dieser Verkeilungslinie. Vielleicht jetzt schon bei 49, 39 dann mal einen kleinen Teilverkauf ziehen. Aber ich würde trotzdem davon ausgehen, dass er jederzeit die Möglichkeit hat, nach oben auszubrechen, und das auch in sehr dynamischer Form, auch per Aufwärtsgap sowas machen kann. Ich wäre bei jedem Aufwärtsgap vorsichtig, auch das, was jetzt hier am Donnerstag gekommen ist. Und dann hat das eine nicht geklappt, aber deswegen stelle ich mich nicht beim nächsten Mal hin und sage, oh, jetzt Aufwärtsgap, jetzt gehe ich hier aber fett short. Nee, das ist für mich kein Shortmarkt, noch nicht. Kann es werden, aber ist es noch nicht. Ja, also das bleibt unverändert, oberhalb von 8,60 wieder Chance ran, an die 49 Chance ran, an die 16.000, 16.20 Chance ran, an die 16.100, 200 und 285. Das sind die Potenziale, die wir auf der Oberseite momentan haben. Und auf der Unterseite müsste er jetzt dann hier halt wirklich unter 57 gehen, und dann bleibe ich auch dabei. Das haben wir auch die letzten Male immer wieder gesagt, unter 57 wird es dann halt wirklich auch ein bisschen kritischer, ja, weil unser DAX dann unter das nächste Tief drunter laufen wird, und damit reden wir dann auch jetzt dann schon um 6,50. Ja, das heißt, gleitet er uns zum Freitag hier jetzt merklich unter 7,50 und verkauft auch das Tief ab, sollte man schon mal mindestens ein Erreichen von 6,50 erwarten. Und wenn er diesen Bereich hier nicht nach oben, rechtzeitig nach oben ausgekontert kriegt, hat er das Potenzial von hier bis zur 3,50 eigentlich an
einem Strich durchzufallen. Da muss nicht mal ein Rücklauf drin sein. Der kann ja dann einfach 300 Punkte abkleckern. Ja, und da sollte man schon ein bisschen vorsichtig sein. Ne, ihr kennt auch meine Einstellung, ihr kennt das, was ich immer wieder sage. Im Zweifel an so einem wichtigen Punkt, vielleicht auch einfach mal eine Long-Position per Trailing-Stop oder was auch immer rausnehmen. Ne, dass man sich sagt, okay, jetzt ist ein neues Tief, die Gefahr ist jetzt da, dass der Markt jetzt 300, 400 Punkte nach unten bricht. Ich gehe jetzt erstmal long raus und wenn ihr seht, das wird ein Fehlsignal. Der zimmert da genau von dem Tief eine grüne Stunde weg, grüne Stundenkerze weg und nimmt das Tief gar nicht an, dann kann ich die Position immer noch wieder reinnehmen. Dann habe ich im Zweifel 50, 60, 70 Punkte liegen lassen, aber eben das Risiko raus, dass ich irgendwo hier 300, 500 Punkte dann die ganze Geschichte noch minus aussetzen muss. Ja, also so würde ich damit umgehen. Ich würde aber grundsätzlich weiterhin das hier als noch positiven Chartbereich annehmen. Ich weiß, dass ich habe das gemerkt, Leute. Wie viele jetzt plötzlich hier wieder warm werden, weil der Markt mal ein bisschen fällt. Weil wirklich mal mehr wie ein paar Punkte nur fällt. Also auch bei unserem Chat, man hat das gemerkt, wie viel Erleichterung bei den Leuten plötzlich da war. Wenn hier wirklich mal, das sind richtige Gefühle, sind manche hier seit 2, 3 Wochen wieder richtig aufgetaut, weil plötzlich ihre Positionen wieder ins Gewinn gekommen sind. Die Positionen, die keinen Stop-Loss hatten. Genau das, was man nicht machen soll. Aber auch das ist so eher so ein Punkt, wo ich mir sage, boah, wenn auf so hohem Niveau die Leute so in Euphorie ausströmen, wenn es mal kurz 150 Punkte steht, das ist nicht gesund. Das zeigt mir, dass das Risiko und der Schmerz für die Bewegung noch immer oben liegt und nicht unten. Ja, ich glaube, er kann die Leute hier viel, viel, viel mehr auspeitschen. Und deswegen, ich würde weiterhin oberhalb von 860 immer wieder meine Longs suchen. Ja, nicht größenwahnsinnig werden, aber immer wieder Stück für Stück in die oberen Randbereiche reintreten. Und ja, Punkt. Ende Overout. Ne? Also unter 750, wie gesagt, Risiko auf 650, sprich die 650 geht richtig Stress auf, richtig 350. Das wird aber dann für den Montag nicht der Fall, für den Freitag auch nicht der Fall. Das wäre für den Montag dann erst relevant. Ja, aber so, wie gesagt, es ist noch ein Korrekturmuster, es ist auffällig träger und viel, 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 viel mehr mit Rücksetzern untersetzt, wie die vorherige Bewegung, die nach oben kam. Und von daher für mich erstmal im Zweifel eher noch positiv. Aber heißt natürlich auch nicht, dass ich dann jetzt bei 57 long gehe und auch nicht bei 37 und auch nicht bei 27, 700, auch nicht bei 650. Ja, das ist dann für mich vorbei, aber oberhalb von 6 sehe ich Stärke, handlich long. Ja, das ist die Kernmessage. Okay, dann würde ich sagen, machen wir das hier aus. Wünsche ich euch gutes Gelingen zum Freitag, viel Erfolg und auch als Hinweis nochmal, ich habe es auch vorhin schon im Chat bei uns geschrieben auf die Community-Seite. Die Seminarteilnehmer, die in Magdeburg im Februar mit dabei waren, schaut mal bitte in eure Mails, ihr habt was noch bekommen. Kurzfristig bräuchte ich bis Samstag bitte dort eine Rückmeldung, deswegen schaut da mal kurzfristig rein. Und an die anderen, die im Premium drin sind, Webinar jetzt am Sonntag und zwar so wie immer 10 bis 12. Gut, das war's. Schönes Wochenende und bis Montag. Tschüss.